Varieté in der Kusch. Die sieben Künstler hatten sich vorher noch nie gesehen, lieferten an zwei Abenden aber eine so überzeugende Show ab, dass das Publikum ihnen immer wieder viel Erfolg für die gemeinsame Tournee wünschte. Eine gelungene Mischung also. Ich führe hier durch dieses schöne Varieté-Programm also auch meine Eigenschaft als Moderator. Ich bin Tigris und ich mache hier in der Show die Hula-Hoop-Nummer. Wir sind die zwei Trucks. Ich bin die Claudia. Und der Michael. Das ist der Michael. Höfliches Gebet, immer werden die Notausgänge dort auf der linken Seite zum Nutzen, wenn es von hinten kommt, machen Sie sich Zehnt darauf auch einfach nach links her, schaffen auf der linken Seite, wenn nach links hinausgeht, egal ob Sie von vorne kommt, von hinten kommt, Sie verlassen Sie halt durch die Notausgänge auf der linken Seite. Etwas anderes bei Ihnen rechts. Ich merke, da wird das Prinzip bereits. Durch den Abend führte Jan Matthijs und als einziger verwendete er zur Unterhaltung Sprache, auch wenn er dabei nicht immer die Lippen bewegen musste. Bauchreden ist natürlich ein irreführender Begriff, der vielleicht aus dem Mittelalter kommt, als die Gaukler noch über die Jahrmärkte gezogen sind. Der Ton kommt natürlich nicht aus dem Bauch, da ist gar keine Öffnung, da können keine Töne entweichen. Der Ton kommt aus dem Mund, deswegen ist es bei Bauchreden dann auch der Mund immer leicht geöffnet. Manche Leute meinen auch, Bauchredner, die haben den Mund zu, das ist natürlich Unsinn, der Mund muss immer offen sein, damit die Töne rauskommen. Im Grunde genommen ist es mehr eine Art Kehlkopfsprechen, wo normalerweise die Laute artikuliert werden im vorderen Mundbereich. Mit Lippen und Zungenspitze wird das Ganze in den hinteren Rachen, in den Halsbereich verlagert. Deswegen sieht man auch bei Bauchrednern, selbst wenn man überhaupt keine Lippenbewegung sieht, sieht man, dass sich der Kehlkopf bewegt. Wenn man darauf achtet, würde man sehen, dass sich der Kehlkopf ziemlich viel bewegt. Ja-Laut, wie machst du dann? Genau. Und wenn die Antwort Nein lautet, dann machst du Nein. Genau. Hast du eben Nein gesagt? Ja. Kannst du etwas sprechen? Nein. Ja, eben meine ich doch, das wäre ja noch schöner. Ja, aber du hast doch eben Nein gesagt? Ja. Aber sprechen kannst du nicht? Nein. Willst du mich vielleicht ein bisschen auf den Arm nehmen? Ich hatte mich nicht getraut. Du hast dich nicht getraut zu sprechen? Sehe ich denn so furchteinflößend aus? Ich bin Malte, ich bin eine Hälfte von Spot the Drop, einem Jonglage-Duo. Wir kommen aus Wuppertal und wir spielen hier in der Show unsere beiden Nummern. Genau, und ich bin Nils, ich bin der zweite Teil des Jonglage-Duos. Genau. Zu Hause gar nicht mehr. Früher habe ich zu Hause auch ein bisschen trainiert. Mittlerweile überhaupt nicht mehr. Was man so hat, dass man beim Kochen oder Putzen oder was auch immer guckt, möglichst effiziente Bewegungsabläufe zu haben. Dass man, glaube ich, ich bin schneller beim Kochen oder beim Putzen als meine Freundin, weil ich einfach gleichzeitig Dinge tue oder genau weiß, wenn ich das jetzt dahin stelle, muss ich mich darum nicht mehr kümmern, sondern kann direkt das nächste behandeln. Ja. Da jongliert man im weitesten Sinne vielleicht. Also bei mir ist das anders. Also ich jongliere gerne noch jetzt oder wieder zu Hause. Einfach mal so zwischendurch mal irgendwie drei Bälle nehmen, irgendwas ausprobieren. Aber es geht dabei halt nichts kaputt oder so, wie man sich das vorstellt, dass man beim Kochen immer irgendwie mit dem Apfel oder mit der Tomate rumwirft. Das ist eigentlich nicht so.
die Kusch ist ja nicht nur Kultur für Menschen, die kommen und das bezahlen, um sich irgendwas anzugucken, sondern auch der soziokulturelle Aspekt, dass eigentlich ansonsten gescheiterten Existenzen die Chance gegeben wird, hier ihren Quatsch loszuwerden. Also ich denke da besonders an den Kollegen Trepper, der öfters mal hier ist. Mhm. Das ist es ist schön zu wissen, dass auch ab einem gewissen Alter Menschen nicht mehr auf Abstellgleis gestellt werden, unbedingt. Lass den Wolfgang in Ruhe! Lecker! Na gut. Warm machen vor der Show und eine Erklärung zum Hula Hoop. Ja, den ganz großen Ursprung oder Aufschwung, sagen wir so, hat es in den 50ern gehabt. Generell ist es, glaube ich, sogar eine sehr, sehr alte Disziplin. Es gibt sogar antike Zeichnungen, wo Leute Hula Hoop machen. Weil für mich war das eher so, ich habe es ganz oft schon zum Training gemacht, so zum Warmmachen. Hula Hoop ist einfach ein super Cardio-Workout. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich merke, so okay, hier und da hat der Körper so Zipperleien und manche Sachen gehen jetzt nicht mehr so wie ganz früher. Und dann war klar, jetzt brauche ich eine Nummer, die nicht mehr ganz so körperlich anstrengend ist wie alles, was ich vorher gemacht habe. Und Hula Hoop ist halt eine Geschicklichkeitssache. Das ist sehr viel Konzentration und sehr viel Geschicklichkeit. Das hat jetzt weniger mit Gelenkbelastung oder extremer Kraftanstrengung zu tun. Und dadurch habe ich mir dann diese Hula Hoop-Nummer aufgebaut. Noch dabei. Es gibt aber auch Artisten, die sind schon kurz nach ihrer Ausbildung mit Mitte 20 körperlich schon so weit, dass sie aufhören müssen. Es kommt total darauf an, wie jemand gebaut ist. Es ist sehr individuell unterschiedlich, wie der Körper das verkraftet. Und es kommt total darauf an, wie man mit sich umgeht, wie man lebt, wie man isst, wie man arbeitet. Man kann sich die Nummern auch so bauen, dass sie verträglich sind. Man kann halt, klar, Höchstschwierigkeiten zeigen, man muss da irgendwo die Grenze ziehen, aber darum geht es auch nicht in der Artistik. Man kann ja unterhalten, auch mit einer tollen Idee, mit einer super Choreografie, mit einem spannenden Charakter, den man auf der Bühne spielt. Und dann sucht man sich so die technischen Dinge aus, die der Körper gut verkraftet, die der Körper macht. Das ist mal, bei dem einen sind es die Sachen, bei dem anderen sind es andere Sachen. Und dann kann man ganz alt werden in dem Job. Und das habe ich auch vor. Ach, Mensch, Gabo, da bist du ja. Ich suche dich schon überall. Hallo? Hallo? Na, Kamera, genau. Super. Ja? Du warst doch eben noch auf der Bühne. Wolltest du gar nicht auf die Bühne? Die hat schon gegessen heute eigentlich. Ja. Ist das gut, wenn du eine Pause isst? Guck mal, du hast doch da was mitgebracht. Seine Flöte, die Pause. Ist das dein Lieblingsinstrument? Ja, so geht man doch nicht mit der Flöte um. Jetzt liegt die da ganz alleine rum. Bereitest du dich nicht vor auf deine nächste Nummer? Kannst du mal was vorspielen vielleicht? Dein Lieblingsstück?
das war's schon. Schwer hier. Und schon ist er weg. Immer diese Künstler, die sind stressig. Wirklich. Herrentoilette. Tja, da habe ich wohl keine Chance. Ja, schon 26 Jahre. So lange schon. Jetzt kommen wir vor wie gestern. Oh, du bist so charmant. Und wie war das? Habt ihr euch getroffen? Wir haben uns getroffen. Im Ausland, ne? Genau. Und zwar in der Nähe von Bratislava in der Slowakei. Da war ein Kulturaustausch von unserer Heimatstadt Zwickau. Und da haben wir uns im Programm getroffen. Michael war Akrobat und ich war Tänzerin. Hm. Und von da an sind wir zusammen. Auf der Bühne und privat. Ja. Schon mal die zwei Trucks. Das waren sozusagen unsere Lehrer, die haben uns das beigebracht. Die haben das 40 Jahre auf der Bühne gemacht und es hat sich mehr oder weniger durch Zufall ergeben, dass wir die kennengelernt haben. Am Ende ihrer Karriere und die wollten gerne, dass die Nummer weiterlebt. Und so hat sich das ergeben. Wir haben von denen gelernt, wir haben uns trainiert und wir haben sie jetzt in den Jahren für uns einfach noch in der Präsentation weiterentwickelt, sodass es jetzt unsere Trucks-Show ist. Gabor? Ich dachte, du spielst mir noch was vor. Das ist die Wassermusik. Finale.